Hey Leute, ich bin MacMaverick. Ja, ich bin hier baden an einem Kanal und man liest es immer wieder, gerade an Baggerseen, an Naturgewässern passieren schlimme Badunfälle. Deshalb möchte ich euch einfach mal zeigen, was passieren kann und auf was man achten sollte. Ja, eine häufige Gefahr, das sind zum Beispiel Algen, ja, in denen man sich verhellern kann. Wenn man sich da verhellert, kriegt man vielleicht Panik und lässt sich davon unter Wasser ziehen. Ja, das Gewässer an sich, ihr habt es, könnt es hier sehen in den Aufnahmen, es ist klar, man kann gut schauen, ja, aber es geht sehr, sehr tief, sehr, sehr schnell nach unten und das führt dann wieder andere Probleme mit sich. Denn da, wo das Wasser tiefer wird, und das habe ich beim Schwimmen auch selbst gemerkt, wird es plötzlich schlagartig kalt. Das kann dann dazu führen, dass man Krämpfe bekommt, dann auch noch etwas, was hier herrscht, ja, Bootverkehr. Bootverkehr kann Strömung mit sich ziehen und die Boote sind mehrere hundert Meter lang. Das heißt, hier ist auch ein sehr, sehr großer toter Winkel. Das heißt, ja, die Kapitäne auf dem Boot, die Steuermänner, die sehen euch gar nicht. Dann seht ihr hier auch noch irgendwelche Fehler oder hier zum Beispiel eine Brücke. Man sollte niemals von so einer Brücke herunterspringen. Man weiß nie, was sich im Wasser befindet. Das kann altes Totholz sein, das kann aber auch irgendwie ja, Schrott sein, was hier entladen worden ist illegalerweise. Und schon ist man dann entsprechend da reingesprungen. Und Strömungen können gerade an Brückenpfeilern oder auch an solchen Pfeilern entstehen. Ja, gerade bei Schiffsverkehr, auch durch die Schiffe selbst können Strömungen entstehen, die euch dann schlagartig nach unten ziehen können. Ja, dann stellt sich noch die Frage, ob das Baden hier überhaupt erlaubt ist. In gewissen Bereichen ist es verboten, da wo Brückenpfeiler sind, wo Schleusen sind, wo Wehre sind, zum Beispiel, da ist es unerlaubt und ja, da dürft ihr es nicht machen und müsstet dann, wenn ihr erwischt werdet, ein Bußgeld von 200 Euro bezahlen. Es ist auch nicht erlaubt, hier Alkohol zu konsumieren, was leider vermehrt gemacht wird. Beachtet diese Regeln, seid vorsichtig, überschätzt eure eigene körperliche Fitness nicht. Ich weiß, sehe das hier häufig, Mädels mit am Start, gerade die Jungs müssen dann den Dicken machen und zeigen, was wir können und können es dann vielleicht mal nicht und dann geht es schief und schon geht man unter. Deshalb haltet euch dran, seid achtsam, seid vorsichtig, passt aufeinander auf, verlasst euch aber nicht aufeinander, sondern wirklich achtet lieber auf euch und denkt dran, hier sind keine Bademeister und wenn ihr euch so wie ich hier verhaltet, ja, dass man von einem Steg zum anderen nur schwimmt, wo das Wasser relativ flach noch ist und man mit ein paar Zügen ja, relativ schnell wieder ins flache Wasser kommt, dann kann eigentlich nichts passieren. Das würde ich euch auch empfehlen. Schwimmt nicht zu weit raus. Da kann euch dann sicherlich auch keiner mehr helfen. Hier im flachen Bereich könnt ihr euch selbst noch schnell helfen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Baden. Euer Mick.